der Logik sind Prozess und Resultat, äquivalent, darum keine Überraschung. Der Beweis in der Logik ist nur ein mechanisches Hilfsmittel zum leichteren Erkennen der Tautologie, wo sie kompliziert ist. Es wäre ja auch zur merkwürdig, wenn man einen sinnvollen Satz logisch aus anderen Beweisen könnte und einen logischen Satz auch. Es ist von vornherein klar, dass der logische Beweis eines sinnvollen Satzes und der Beweis in der Logik zwei ganz verschiedene Dinge sein müssen. Der sinnvolle Satz sagt etwas aus und sein Beweis zeigt, dass es so ist. In der Logik ist jeder Satz die Form eines Beweises. Jeder Satz der Logik ist ein Zeichen dargestellter Modespotens. Immer kann die Logik so erfassen, dass jeder Satz ein eigener Beweis ist. Alle Sätze der Logik sind gleichberechtigt. Es gibt unter ihnen nicht wesentlich Grundgesetze und abgeleitete Sätze. Jede Tautologie sagt selbst, dass sie eine Tautologie ist. Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt. Die Logik transzendiert.